Während eines Messvorgangs bemerken Sie, dass der Sensorstick kein Wasser mehr aufnimmt. Wenn dieser Fehler wiederholt auftritt, ist häufig die Dichtung oder Feder im Messschacht des Lilien dafür verantwortlich. Beide Komponenten lassen sich einfach von Ihnen vor Ort austauschen. Dafür benötigen Sie nur das Lilien-Wartungsset. Dieses beinhaltet eine speziell gebogene Pinzette, eine Dose mit Ersatzfedern und Ersatzdichtungen. Um die Klammer des Lilien auszutauschen, öffnen Sie zunächst den Deckel des Geräts. Fassen Sie unter den geöffneten Deckel und drücken Sie ihn vorsichtig an der Seite hoch. Die Federn sind am oberen Teil des Messschachtes in den runden Aussparungen eingeklickt. Schieben Sie diesen Teil der alten Feder hoch, bis sie sich aus dem Gerät lösen lässt. Nehmen Sie nun eine neue Feder zur Hand und schieben Sie diese vorsichtig in den Slot in die runde Aussparung hinein. Drücken Sie das Ende der Feder runter, bis sie fest eingerastet ist. Empfehlenswert ist es, in jedem Fall Klammern und Dichtungen gleichzeitig auszutauschen. Die Dichtung befindet sich im Slot des Messgeräts. Um die Dichtung auszutauschen, greifen Sie mit der Pinzette in die beiden Löcher der vorhandenen Dichtung und ziehen Sie sie vorsichtig nach oben. Nehmen Sie nun die Ersatzdichtung zur Hand. Greifen Sie mit der Pinzette die Ecke der Dichtung und drücken Sie sie vorsichtig in die vorgesehene Halterung zurück. Zum Schluss schließen Sie den Deckel des Geräts und führen Sie eine Testmessung durch, um zu testen, ob der Fehler behoben wurde. Sollte der Fehler bestehen, wenden Sie sich an den Lilien Support.